Wir begrüßen euch zu einem neuen Video von E-Bike TV aus der Serie Flotter Dreier. Und dieses Mal sind wir im Bikepark Oberhof unterwegs und untersuchen diesen Bikepark auf EMTB-Tauglichkeit. Viel Spaß bei dem Video. Ja, wir haben jetzt hier unten am Parkplatz geparkt und rollen hier unten zum Start. Und ich muss echt sagen, es gefällt mir hier super. Hier eine riesen Tafel mit Öffnungszeiten und im nächsten Schub kann man halt ganz genau sehen, welche Trails halt befahrbar ist und welche Trails es gibt. Dann haben wir hier noch eine Karte, was es alles kostet, und da kann man sich halt ziemlich zusammenreimen. Ich habe 10 Fahrten genommen für 22 Euro, war für mich eigentlich der beste Deal. Ja, dann hier unten ist halt alles, sieht gut aus. Ja, und als allererstes, wenn ich jetzt hier fahren gehe, dann gucke ich mir natürlich erstmal die Trail Map an. So, und das ist halt die gesamte Trail Map. Wir haben elf Trails mit von unterschiedlichem Charakter, rot, blau, natürlich auch schwarz. Und anfangen will ich erstmal hier mit der Start, mit der 4 und dann halt hier easy runter chillen bis zum Dings. Und dann wollte ich mir alles weiterarbeiten und die eines der Herzstück dieser Anlage ist natürlich hier die Nummer 6, die Jumpline. Alles klar, dann checken wir das mal aus hier. Ja, los geht die wilde Fahrt im Bikepark Oberhof. Bikepark Oberhof, Oberhof, wie der Name schon sagt, liegt natürlich im thüringischen Wald und ist bekannt für ja, Skilanglauf, Bobfahren, Rodeln, aber auch für Biathlon und für Skispringen. Und man merkt überall natürlich, dass da die Nationalmannschaften von diesen Sportarten zu Hause sind und halt ihr Training machen und sich auf die Weltcups vorbereiten. Zusätzlich, was ich ziemlich faszinierend fand, ist da der größte Kühlschrank der Welt gebaut worden. Eine Langlaufloipe innerhalb ja, eines Hauses, was immer unter bei minus 5 Grad gekühlt ist. Mensch, würde es sowas mal für die Biker geben, ne? Also nicht minus 5 Grad gekühlt, aber auf jeden Fall, dass man ein ganzes Jahr lang in der Halle Mountainbike fahren gehen kann. Ja, der Bikepark Oberhof ist so vor, ich würde mal sagen, vor 1,5-2 Jahren auf die Bikepark-Karte Deutschlands getreten und dort hat die EU 4 bis 5 Millionen Euro Fördergelder halt in ja, Oberhof investiert in die Infrastruktur und ein Teil ist natürlich auch beim Bikepark gelandet und die Firma Schneestern hat da wirklich von oben am Reißbrett halt einen ganz neuen Park gezeichnet und den hat, glaube ich, in einem Jahr Bauzeit auch umgesetzt und die Streckenführung ist wirklich super, es ist halt umfangreich, viel zu fahren und die Strecken bauen alle aufeinander auf, sodass man immer irgendwie ja, sich an Sachen halt rantasten kann und sich den ganzen Tag auch weiterentwickeln kann. Ja, als erstes haben wir uns natürlich einmal mit der EMTB Bikepark Tauglichkeit auseinandergesetzt und du musst natürlich als erstes den Bikepark auch hochfahren. Und es ist anders als im Handklee, dort gibt es keine ausgeschilderten Strecken, du musst auch nicht extra eine ja, Abhilfe-Nutzungsgebühr bezahlen, wenn du mit dem EMTB fährst. Du fährst einfach unter dem Lift halt den Berg hoch. Es ist allerdings so, dass der in der Mitte echt ganz schön steil wird, da musst du wirklich die höchste Unterstützungsstufe einstellen, um da überhaupt hochzukommen. Und nach dem dritten oder vierten Mal war mein Akku schon fast alle, also sehr oft kann man da nicht hochfahren. Ja, kurz zum Lift im Bikepark Oberhof. Von der Geschwindigkeit ist er ungefähr genauso wie der im Handklee. Der ist nagelneu und ein Sessellift, wo man wirklich gut drin sitzt. Das Fahrrad wird dir sozusagen in den Sessellift sozusagen eingeklemmt von hinten, wie vom System her wie beim Bikepark Winterberg. Und oben nimmst du dir das Fahrrad halt selber raus. Ist super easy, super einfach, hat wirklich gut funktioniert. Zusätzlich war das Personal wirklich sehr zuvorkommend, sehr freundlich. Also das haben die echt gut gemacht. Ja, der Bikepark ist eigentlich wie gemacht fürs EMTB, weil er relativ moderat, easy den Berg sich runterschlängelt und man nie in so richtig steile Bergabstücke kommt, wo natürlich dieses schiebende Gewicht des EMTBs dann auch eine Rolle spielt. Über die Wurzelteppiche, über die Sprünge, über die Kurven kann man wirklich sehr gut fahren. Eine Sache ist mir allerdings aufgefallen, dass einige Kurven halt im Kurvenmittel ziemlich zugemacht haben und man dort stark reinbremsen musste, was natürlich irgendwie den Flow etwas geraubt hat, aber man dann später natürlich dadurch, dass man den E-Motor hatte, natürlich auch wieder wunderbar auf Geschwindigkeit gekommen ist. Im Ganzen
war es wirklich sehr gut gemacht. Und das Gute an diesen Bikepark-Strecken sind, man kann sich vom Leichten zum Schweren, vom Einfachen zum Komplexen sehr gut vorarbeiten. Und indem man halt die Strecken hintereinander immer wieder abfährt und die bauen halt alle aufeinander auf. Es gibt riesige Wurzelteppiche, wo man wirklich gut sich seine eigene Linie durchfahren kann. Und wenn man da überall mit Zug durchfährt, dann kommt man auch wirklich an seine Grenzen und kann das Terrain halt wirklich gut ausnutzen und viel, viel Spaß mit dem EMTB haben. Ja, das Herzstück des Bikepark Oberhofs ist die Jumpline, die wirklich so gebaut ist, dass du als Anfänger da wunderbar rüberrollen kannst, als Fortgeschrittener dich an die Distanzen gut ranspringen kannst und als Profi, wenn du wirklich die Line, die großen Absprünge nimmst, auch richtig weit und hart fliegen kannst. Zusätzlich hat mir sehr gut gefallen, dass aus wenig Höhenmetern viel rausgeholt wird und man eigentlich immer wieder so einen Loop fahren kann, um halt wieder zum Start dieser Jumpline zu kommen, um dann sich auszuprobieren und auch wirklich groß zu gehen. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Hut ab, gut gemacht. Ja, mein Fazit zum Bikepark Oberhof ist ganz klar. Was gestern schon im Handklee gut angefangen hat, findet hier seine Fortsetzung. Als wir hier angekommen sind, wir sind so 230, 240 Kilometer gefahren mit dem Auto. Das war schon mal eine gute Atmo. Thüringer Wald finde ich so oder so gut. Und wir haben dann hier unten geparkt. Freitags macht der Park um 12 auf. Hatten so ein bisschen Zeit, uns zu entspannen, ein bisschen die Stadt angeguckt und sind dann hier auf die Trails rauf. Und die haben hier 11 Trails, die eine Trailvielfalt bilden oder bieten, die ja vielleicht andere Bikeparks erstmal machen müssen. Was man hier natürlich merkt, ist, dass die echt gut instand gehalten sind. Der ist natürlich noch neu, der Park. Also wird auch vielleicht nicht so doll gefahren wie andere Parks, aber es muss eine gute Crew sein, die auf jeden Fall viel macht. Das ist echt ein geiler Trail. Und wenn man dann im Lift sitzt und hochfährt, dann kann man halt, wenn man oben aussteigt, nach links weg, da sind halt viele so Enduro-Trails mit vielen großen Wurzeln, auch massiven Wurzeln, wo man rüberfahren kann. Und wenn man dann den Lift hochfährt und nach rechts rausgeht, dann hat man halt so mehr so ein Bikepark-Sachen, die man so kennt, viel angelegt. Ich sag mal, es ist nicht geschottert, auf jeden Fall sowas anderes, auf jeden Fall mit vielen Anliegerkurven, mit großen Sachen. Und was diesen Park, finde ich, für mich echt bemerkenswert oder besonders macht, ist, wenn du hier als Anfänger unterwegs sein willst, dann bietet der Park dir viele Trails, wo du viel Spaß haben kannst und dich halt einfahren kann, wo du langsam an die Aufgaben rangeführt bist. Wenn du fortgeschritten bist oder vielleicht sogar Racer bist und dann diese Wurzelteppiche, aber auch die Obstacles, die Sprünge, die dann meistern willst, je schneller du fährst, umso heftiger werden die auch. Und das Gute ist, der Kern von diesem Park ist halt diese Jumpline. Die Jumpline, aber auch alles, was man hier hat, ist so gebaut, dass du dich wirklich über die Geschwindigkeit herantasten kannst und du eigentlich keine Angst haben musst, dass du hier zu überpaced und dann, ja, weiß ich auch nicht, was passiert. Auf jeden Fall, am Fazit ist, ich komme wieder, weil ich es echt so gut gemacht habe. Und natürlich, der Bikepark, muss ich auch sagen, ist EMTB-tauglich. Also, rundum ein gelungener Einsatz. Wir verabschieden uns jetzt hier und fahren rüber zum Tschechen, nach Klínovec, um da mal zu schauen, was die Tschechen so können. Alles klar, vielen Dank bis dahin und tschüss.